kommen nun zu den Fragen, wenn es welche gibt. Ich setze kurz die Gitarre ab und ihr überlegt eure Fragen. Und falls es keine Fragen gibt, ich habe eine vorbereitet, denn der Jürgen, der hat mir vorher eine schon geschickt, damit er sie nicht vergisst, was sehr klug war, könnt ihr gerne alles machen, denn diesen Livestream, den machen wir jetzt jeden letzten Sonntag im Monat. Aber wenn ihr Fragen habt, selbst wenn ihr sagt, ich habe an dem Sonntag keine Zeit, aber ich will ja mal was wissen und wir können ja wirklich über alles reden und vielleicht geht euch das manchmal so, mir geht das manchmal so, man ist irgendwo in der Straßenbahn unterwegs und so, und denkt, kommt irgend so eine Frage, wie machen die das eigentlich oder was ist in diesem neuen Song da, den ich im Radio höre, irgendwas, mir vollkommen egal, dann schreibt euch das auf und schreibt mir das vor allem, weil dann kann ich das vielleicht sogar vorbereiten, wenn es jetzt, ich weiß ja nicht, was das für eine Frage ist, die meisten jetzt Gitarrensachen, wenn es jetzt ums Üben geht und das, was ich in meinen Videos erzähle, kann ich auch so erzählen, aber manche Sachen, vielleicht muss ich da selber mal was nachgucken oder wenn ihr mich jetzt zu einem Song was fragt, muss ich auch recherchieren. Ich würde das erstmal offen halten. Wenn ihr was aus meinem Privatleben wissen wollt, können wir das gerne machen. Ich trage mittlerweile Größe M, nicht mehr Größe L. Also ich bin gerne bereit, alles zu teilen. Ich darf jetzt zum ersten Mal tatsächlich live vor Publikum spielen. Es ist total cool, aber natürlich auch schon aufregend. Ich freue mich aber tierisch drauf. Frage ist, wenn du oder auch andere in der Runde, wenn ihr ein Stück, neues Stück, was ihr erst noch lernen müsst, bei mir war das so, dann live aufführt. Wie gut wollt ihr das spielen können, bevor ihr glaubt, dass es vor Publikum klappt? Ja, weil ich meine, in seinem Keller vorm Überstudio zu sitzen, ist eins. Und dann, ich meine, so vor x Leuten zu spielen, in die Gesichter zu gucken und dann das noch richtig und gut spielen zu können, ist was anderes. Da wollt ihr bei 120% sein, 150, müsst ihr dann 200% können. Was ist euer Maß? Würde mich mal interessieren. Ich kann dir mal meine Meinung dazu sagen, aber wie gesagt, das ist jetzt einfach nur eine Meinung. Also du hast da schon was Richtiges genannt, du solltest natürlich mindestens 100% können, weil sonst verspielt man sich ja. Jetzt ist die Frage, ob diese 100% genau wie das Original sein müssen, weil das ist nicht unbedingt erforderlich. Also man kann ja zum Beispiel auch eine einfachere Version eines Solos spielen oder man lässt einen Übergang weg. Wir haben damals, da war ich 18, da haben wir eine Metallica-Coverband gehabt, also nicht nur Metallica, aber viel aus dieser Richtung da, Slayer und all sowas. Und da war ein Solo, da war eine Stelle, die war zu schwer, die haben wir einfach rausgeschnitten aus dem Solo. Wir sind dann direkt in, also wir haben das Solo angefangen, den einen Teil raus, der zu schwer war, und direkt in den anderen Gang. Und da wurde ich sogar mal drauf angesprochen, ey, ihr habt da diesen einen Teil rausgemacht. Da habe ich gesagt, ja, weil ich den nicht spielen kann. So. Also das ist die erste Frage, was möchtest du da zeigen? Man kann viele Dinge auch einfacher spielen, ne? So, der Schlagzeuger spielt auch oft nicht die Breaks, die im Original sind, weil sie vielleicht zu schwer sind oder so. Aber das, was man spielen möchte, da trifft die Zahl 120% schon gut. Das sollte man sehr gut drauf haben, vor allem, wenn man noch nicht so viel Erfahrung mit Live-Spiel hat, weil man dann ja aufgeregt ist und schnell was vergisst oder so, ne? Das ist das eine. Also, das muss jetzt nicht unbedingt 120 Geschwindigkeit, aber man sollte sicher sein. Ja? Und da gibt es allerlei Tricks. Wir hatten es beim letzten Mal fast schon so ein bisschen, da hat der Tobi das gefragt gehabt. Habe ich schon ein paar Tipps gegeben. Vielleicht kann ich das sogar noch mal irgendwo rausschneiden. Ich habe das Video noch und kann dann noch mal ein Video draus machen. Aber wenn, ich weiß es nicht, kannst du beschreiben, wo du denkst, was dein Problem sein wird, wenn du das live spielst? Ich glaube, da gibt es ein paar gute Sachen, ein paar eher schwierige. Das Gute ist, es ist in unserem Orchesterkontext. Das Stück heißt Christmas Eve Sarajevo 1224, also so ein Classic Rockbombast. Ja, die gute News ist, da sind halt auch viele Instrumente, Streicher und was weiß ich noch, die auch schon mal verstecken an einer anderen Stelle. Auf der anderen Seite ist es sehr genau vorgegeben, was da wann passiert. Also das ist keine Jam Session, wo man mal gleich zur Not, aber das ist klar vorgegeben und perfekt von vorne bis hinten getimed. Und da gibt es ein paar Stellen drin, die sind ziemlich einfach. Da muss man nur aufpassen, dass man nicht einschläft, wenn man immer das Gleiche spielt. Und dann gibt es wieder ein paar super schnelle Passagen, die, glaube ich, für die, also für mich, als Anfänger-Gitarrist extrem schwer zu spielen sind. Und Streicher, glaube ich, können das relativ easy spielen. Aber als Gitarrist, so 182 Beats per Minute, Triolen kann ich nicht spielen. Also sowas zum Beispiel. Sag mal, du hast mir dieses Stück geschickt gehabt. Spielt ihr das in der Version, wie das da erklang? Okay, da hast du schon mal einen großen Vorteil, weil du kannst es zu dieser Aufnahme üben. Wenn etwas gar nicht geht, da spricht auch nichts dagegen. Ich habe es jetzt nicht genau im Ohr, die Stellen, aber
Ich weiß zum Beispiel, dass selbst der große Tommy Tedesco, das war ein berühmter Studiomusiker, der hat Dinge weggelassen oder einfach gemacht. Die haben ja nach Noten, der hat früher nach Noten gespielt, der hat in 50ern und 60ern hat er alles gespielt, von Filmen, der hat die A-Team-Melodie gespielt, also er kennt ja A-Team. Und irgendwann kommt da so eine geile Gitarre. Kommt ja so eine Gitarre, ja? Und all diese Fernsehmelodien, überall wo eine Gitarre im Film, jede Filmmusik hat, fast jede, hat Tommy Tedesco gespielt. Und der galt als jemand, scherzhaft hat Larry Carlton mal gesagt, du konntest mit einer Paintball-Kanone auf ein Notenblatt schießen und ihm das hinstellen, er hätte das gespielt als Musik, ne? Und der hat ein Buch, For Guitar Players Only oder so heißt das. Und da schreibt er selber, dass er ganz viel auch einfach weglässt. Zum Beispiel, wenn jetzt irgend so eine Melodie ist mit drei Stimmen, irgendwas zu spielen, hat er manchmal nur erst die obere Stimme gespielt, dann die zweite vielleicht noch dazu, dann hat er eine weggelassen, weil er sagt, das hört er eh nicht, ob ich das spiele oder nicht, wenn es gerade ein großes Orchester war und so. Und ich will das nur sagen, um dich zu beruhigen, ich denke nämlich auch, dass du das wirklich so machen kannst, dass du da, wo eine Triole ist, man müsste jetzt das Stück angucken, aber wenn da drei sind, ob du da nun eine spielst und die lang hältst, wenn es nicht anders geht, das geht bestimmt irgendwie zu machen. Wir haben ja schon rausgehandelt, weil wir hatten eine Probe jetzt tatsächlich, nachdem ich das geschrieben habe. Und dann habe ich gesagt, gut, das ist schon eher so Schredder-Niveau für Gitarristen. Aber gleich von dieses Stücks, der hat gesagt, nee, das brauchst du nicht spielen. Spielst halt ein E, Hauptsache ein E. Und den Schlagzeug folgen, passt. Da habe ich ausgehandelt und den Rest gehe ich, glaube ich, hin. Genau, also und dann würde ich es immer dazu mitspielen und da das für dich noch neu ist, live zu spielen mit anderen Leuten, würde ich auch sagen, du solltest dir das unter so vielen Umständen wie möglich üben. Wie meine ich das? Du solltest zum Beispiel in der Auftrittskleidung das mal gespielt haben. Weil wenn du das erste, wenn du jetzt, ich weiß nicht, was ihr da anzieht, aber wenn du dann einen Anzug dort trägst und du hast den noch nie mit einer Gitarre getragen, kann es sein, dass dich das dann so nervt, dass dich das stört. Du solltest das mal im Stehen spielen, egal ob du dort sitzen darfst oder so. Es geht darum, du musst ganz viele Hindernisse schaffen, damit ich nichts mehr aus der Ruhe bringen kann. Du solltest das deiner Familie mal vorspielen natürlich, zu der Aufnahme. Ich würde sogar, wenn ich jetzt mit Kopfhörern spiele, ich würde das pennen, dass ich nur auf einer Seite höre. Ich würde mal üben, meine Gitarre zu leise zu machen, dass ich mich schlecht höre. Dass ich also so tue, als würde ich live spielen und Mist, ich kann mich kaum hören. Bisschen leiser als die Aufnahme. Alles solche Sachen, alles, was dir da einfallen könnte, würde ich machen. Ich habe das mal gelesen von jemandem, der sich vorbereitet hat auf eine auf ein Studium in Juilliard, was so eine große klassische Musikschule, ich glaube New York oder so ist, ne? Amerika auf jeden Fall. Und es war so ein Junge, und mit Cello, glaube ich. Und der hat auch so Sachen gemacht, der ist dreimal um den Block gerannt und hat sich dann, ist dann hoch an sein Cello und hat das gespielt, weil er imitieren wollte, wenn sein Herz pocht und er aufgeregt ist. Und das wäre was, was ich dir da unbedingt empfehlen würde. Viele komische, mal andere Stühle. Wenn du immer auf deinem Lieblingsstuhl und deinem besten Stuhl sitzt, dann bist du den gewöhnt und wenn du plötzlich einen anderen hast, kann es sein, dass sich das ganz komisch für dich anfühlt. Und je mehr, wie wollen wir das nennen, störende Dinge du jetzt einbauen kannst, mal mit einem anderen Plektrum, als du sonst nehmen wirst. Du wirst wahrscheinlich dein Plektrum nehmen können oder so, aber ich weiß nicht, manchmal schwitzt man und dann flutscht das Plektrum weg oder so. Das kann man vielleicht jetzt nicht unbedingt imitieren, aber es kann so viele Dinge live passieren. Das lernt man vor allem durchs Live-Machen, aber du kannst dich so ein bisschen darauf einstellen, dass du gewohnt bist, wenn mich so eine kleine Sache zwickt oder hier stört oder irgendwas, wie mich jetzt hier, habt ihr sicherlich gesehen, als ich improvisiert habe, mich hat dieses Ding, dass ich hier mit einem Kopfhörer spielen muss, das hat mich behindert, wo ich den Hebel benutzen wollte und so weiter, dann war der Hebel nicht fest und so, solche Dinge passieren live, ja, der ist dann runtergerutscht, der sollte eigentlich oben stehen bleiben, das passiert live, das ist ganz, ganz, ganz normal, das passiert auch bei den Profis, kannst du von allen angucken, wo da irgendwo eine Gitarre ausfällt oder der falsche Effekt an ist oder sonst was, eine Seite reißt und die weiterspielen oder so, das ist 1000 Millionen Videos und je besser du dich darauf, die Situation vorbereiten kannst, dass du spielst, wenn es ein bisschen unangenehm ist, sag ich mal, nur ein bisschen, ja? Nicht die perfekte Temperatur, zu heiß, ich weiß, es ist teuer mittlerweile heizen oder so, aber vielleicht kannst du mal, es ist plötzlich, wenn du, oh, ist ja warm hier, das dann zu spielen, ne? Das würde ich als einziges noch. Und dann, wenn, du hast ja jetzt die schweren Stellen rausgenommen,
Du kannst es auch mal ein bisschen schneller und ein bisschen langsamer üben, weil sobald sich was ändert, ist man immer, fühlt man sich aufgeschmissen, live vor allem. Sobald sich live was ändert, dann fühlt man sich aufgeschmissen. Und wenn man da ein bisschen Routine hat, ach, da ziehe ich jetzt durch, dann wird das was, ne? Nein, okay. Ich habe hier noch eine, nämlich die von Jürgen. Die würde ich jetzt noch beantworten. Jürgen hatte mir geschrieben. Erstens, was ist deine Motivation als Lehrer? Also was motiviert dich, dein Wissen weiterzugeben und immer wieder fast das Gleiche deinen Schülern zu sagen? Das ist eine sehr interessante Frage. Danke für diese Frage, Jürgen. Also erstens, es macht mir tatsächlich Spaß, das Unterrichten, weil, das habe ich halt gemerkt, ich hatte ja beim letzten Mal erzählt, dass ich durch Corona angefangen habe, mehr zu unterrichten, viel zu unterrichten. Und vorher hatte ich ganz selten immer mal einen Schüler und ab und zu mal, wenn es mal gepasst hat oder so. Und das war, jetzt musste ich sozusagen oder habe ich mich darum bemüht, viele Schüler zu bekommen. Und ich habe gemerkt, dass A, mir das liegt, dass mir das nicht schwer fällt und dass es mir Spaß macht. Und am meisten Spaß macht es, wenn man die Fortschritte bei anderen sieht. Und wenn ich dann noch Nachrichten manchmal bekomme, wie selbst nur mit den Videos sozusagen, oh, das hat mir übel geholfen, da ein Problem zu lösen oder so, das ist super, super motivierend. Und deshalb mache ich das ja auch weiter. Also das ist schon mal die erste Motivation. Es macht Spaß, wenn es mit den Schülern funktioniert. Fast alle Schüler sind cool, mit denen bin ich cool drauf und das fetzt. Und wir machen ja auch immer Dinge, die den Leuten gefallen. Also das ist schon ein Grund, warum ich eigentlich nicht immer dasselbe erzähle, weil ich mit jedem Schüler das mache, was er machen möchte. Also ich habe jetzt nicht hier meinen Lehrplan, du musst Übung 1, 2, 3, 4 und so weiter und die sind jetzt alle durchnummeriert, sondern ich gucke mir ja jeden Schüler an. Erstens, ich frage jeden Schüler, was er gern machen will und ich gucke mir jeden Schüler an und suche das Problem. Ja, und das macht mir richtig viel Spaß. Und das ist auch ein ganz kleines bisschen eigennützig, weil ich habe da eine ganz große Theorie und die heißt, dass man jedes Problem lösen kann. Dass alles, was nicht geht, oder dass man bei allem, was nicht geht, nur rausfinden muss, woran das liegt. Und dann muss man die Lösung finden, wie man das Problem lösen kann. Und dann kann man das eigentlich machen. Und in meiner Vorstellung ist Lernen wie so ein Irrgarten. Manche sagen Labyrinth, aber ich habe jetzt letztens gelernt, ein Labyrinth, da gibt es nur einen Weg und im Irrgarten, und da kann man sich auch theoretisch nicht verlaufen. Und in einem Irrgarten, das ist die Sonderform von einem Labyrinth, da kann man sich verlaufen und verirren und irgendwo in der Sackgasse stecken bleiben und nie wieder rauskommen. Und Lernen, ich habe noch kein besseres Bild, aber kommt mir manchmal so vor, wie genau dieses Herumirren im Irrgarten. Und jetzt können wir uns fragen, was ist Talent? Talent kommt mir manchmal so vor, wenn ich jetzt 1 Million Leute durch den Irrgarten schicke, sage, hier geht's rein, wir sehen uns am anderen Ende. Dann wird es ganz viele geben, die sich überall verlaufen, aber manche werden auch super schnell rauskommen. Also einfach durch Zufall, nicht weil die besonders toll sind oder die besonderes Talent für Irrgarten hätten oder so, sondern vielleicht einfach, weil sie zufällig, wenn du wirklich 1 Million oder mehr Leute durch den Irrgarten schickst, weil zufällig, ich gehe jetzt links und jetzt rechts und jetzt nochmal rechts, ach, jetzt wieder links und so. Und zufällig geht ja, das ist ja wie ein Lottogewinn quasi, zufällig geht einer exakt den Weg. Und dann sagen wir, wow, der hat Talent, der hat alles richtig gemacht. Aber vielleicht war es nur Zufall. Und wenn andere diesen Weg wüssten, welche Abkürzungen oder wo lang es geht, würden die es genauso schnell schaffen. Und da sehe ich mich manchmal wie Dr. House, ich war großer Fan von Dr. House, ich weiß nicht, ob ihr das alle kennt. Es war so ein Arzt, der hat nur schwierige Fälle, die kein anderer lösen konnte, angenommen und hat dann musste dann rausfinden, woran es lag. Und so kommt mir das manchmal vor, dass ich bei dem Schüler versuche rausfinden, woran es liegt, dass es nicht funktioniert. Und das ist bei jedem ein bisschen anders. Bei manchen ist es wirklich, manche haben ein rhythmisches Problem, manche haben ein Problem überhaupt erstmal regelmäßig ins Üben zu kommen. Das hat gar nichts mit dem Instrument oder so zu tun. Manche haben ein technisches Problem, dass die Hand irgendwie steif ist, irgendwas. Es gibt 1000 Millionen Sachen, ja, woran das liegen kann. Und meine Aufgabe sehe ich darin, das rauszufinden. Und deshalb ist das spannend. Und deshalb erzähle ich auch nicht immer dasselbe. Manches erzähle ich natürlich häufiger, aber ganz oft, da ich ja nicht, ich habe ja keine festen Reden oder so, sondern meistens kommt das in der Stunde mit dem Problem des Schülers und dann erzähle ich das, was schon mal funktioniert hat, erzähle ich dann nochmal. Und ganz oft verbessert sich das auch, was ich erzähle oder verändert sich, weil ich ja selber immer noch lerne. Ich suche ja selber immer noch nach dem Weg durch den Irrgarten,
Ich bin vielleicht nur schon ein Stückchen weiter gewandert, aber ich bin lang nicht durch diesen Irrgarten durchgewandert und ich bin auch 1000 Sackgassen begegnet und versuche dieses Wissen eigentlich weiterzugeben. Und ich habe mal versucht, zwei Beispiele zu machen. Nochmal zu diesem Thema Talent, weil Talent ist so ein schwieriges Wort. Es wird sicherlich sowas, wir können jetzt lange darüber diskutieren, was Talent ist und woher das kommt oder so, aber ich stelle mir halt immer vor, woher soll ein Neandertaler oder ein Urmensch ein Talent fürs Gitarrespielen gehabt haben? Das gab's ja nicht. Also wie soll sich das in der Evolution entwickelt haben, wenn man an Evolution glaubt? Und es gibt sicherlich so Sachen wie Fingerfertigkeit. Das kann ich mir vorstellen. Da ist einer sicherlich begabter als der andere. Auch Unabhängigkeit der Gliedmaßen und so gibt's bestimmt Unterschiede. Auffassungsgabe, Hörfähigkeit. Ist sicherlich alles unterschiedlich vorhanden bei unterschiedlichen Menschen. Aber ich stelle mir das so vor, du hast einen Schüler oder jemand will Gitarre lernen, ja? Und der hat ganz steife Finger und kriegt gar nichts gegriffen, nicht mal die einfachsten Anfängerakkorde. Und jetzt kann man schnell sagen, naja, guck mal, wie lange der für E-Moll braucht. Also er hat kein Talent, der sollte lieber was anderes machen. Und jetzt stelle ich mir vor, ich bin Dr. House und finde vielleicht raus, im Moment mal, der hat Arthrose oder irgendwas anderes, irgendein Problem, ein körperliches. Und jetzt gebe ich dem irgendein Arthrosemittel oder eine Ernährungsumstellung oder es gibt Ginkgo Biloba, das macht das Blut dünner. Das soll auch fürs Gehirn helfen. Und jetzt, ich bin kein Arzt, ist keine Empfehlung hier, ich spiele auch keinem im Internet. Aber jetzt stell mal vor, ich würde dem Schüler, was ich nicht mache, ich gebe dem keine Pillen, keine Sorgen, aber ich würde jetzt das Ginkgo geben oder irgendwas und plötzlich wären die Finger überhaupt nicht mehr steif und er könnte das alles ganz einfach greifen. Hat er jetzt plötzlich mehr Talent bekommen? Ist er plötzlich mehr Talent da oder habe ich nur das Problem gelöst, was die Ursache war, dass das nicht zu greifen geht? Und so stelle ich mir das vor. Wenn jetzt jemand ein Problem hat, das zu lernen oder so, ja, das habe ich gerade gesagt, meistens sind ja die Probleme, dass die Leute es nicht schaffen, was völlig verständlich ist, neben der Arbeit, neben der Familie, neben dem Garten, Hund noch vielleicht rausbringen oder so, da noch eine Routine zu etablieren zum Üben. Und der Grund, dass sie nicht besser werden, hat gar nichts damit zu tun, dass sie kein Talent hätten oder so, sondern dass sie, wenn sie 14 Tage Zeit zwischen einer Gitarrenstunde haben, nur zweimal zum Üben kommen. Und dann ist das Problem ein ganz anderes. Dann muss man vielleicht irgendwas am Leben gucken oder so. Ja? Deshalb, ich fühle mich manchmal dann auch wie so ein Life-Coach oder so. Nicht, dass ich einer sein will. Warum kann ich überhaupt über solche Dinge reden? Weil ich all diese Probleme selber hatte. Ganz viele hatte ich selber. Und für ganz viele suche ich selber noch die Lösungen. Ich habe diesen ganz festen Glauben, hatte ich schon gesagt, dass man jedes Problem lösen kann. Man muss nur rausfinden, woran es wirklich liegt, an der Wurzel sozusagen. Und dann kriegt man das weg. Und deshalb hatte ich gesagt, ist das auch so ein bisschen eigennützig, weil das ist eine Theorie, ein Glaube. Ich nenne das extra Glaube. Ein Glaube, dass jeder alles lernen kann und mit den richtigen Umständen, mit den richtigen Mitteln. Und um diesen Glauben selbst nicht daran zu verlieren, muss ich das beweisen. Und wenn ich es schaffe, einen Schüler voranzubringen, und das habe ich schon geschafft. Ich hatte mal einen Schüler, da dachte ich in der ersten Stunde, den hatte ich sehr, sehr lange. Es war einer der ersten, der sich, wo Corona losging, bei mir gemeldet hatte. Und den hatte ich dann ein paar Jahre seitdem. Und der, da habe ich in der ersten Stunde wirklich, am liebsten hätte ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil der Rhythmus war so unmöglich. Da war nichts da. Also wirklich, egal ob zum Metronom, ob zum Schlagzeug, ob alleine gespielt, Rhythmusgefühl war 0,000. Und ich hatte in dieser ersten Stunde, und das war auch da mit einer der ersten Schüler sozusagen oder relativ weit, auf jeden Fall im ersten Jahr, relativ weit am Anfang, und ich hatte schon kurz diesen Gedanken, vielleicht sagst du einfach, oh, nee, ich habe keine Zeit, das wird nichts oder so. Und da hätte ich mich ja vor der Herausforderung gedrückt. Und dann habe ich einfach zu ihm gesagt, pass auf, dein Problem ist einfach nur, du hast irgendwie ein massives Rhythmusproblem. Du spürst da gar nichts. Da gab es keinen Unterschied zwischen Viertel und Achtel und gar nichts und Geschwindigkeit halten oder irgendwas. Und er hat gesagt, wenn wir das lösen, der Rest, weil er konnte ein D-Dur schon greifen, aber irgendwas, einen Rhythmus anschlagen oder so, ging gar nicht. Und dann habe ich gesagt, wenn wir daran arbeiten und wenn du das, ich habe nicht gesagt durchstehen, ich habe das irgendwie positiv formuliert, aber wenn wir uns daran halten und das lösen, dann steht dem Rest nichts im Weg. Ich sehe nur da das große Problem. Und das haben wir gemacht. Wir haben ganz viel mit Rhythmus gemacht, auch die anderen Sachen. Wir haben natürlich auch Tonleitern geübt und alles Mögliche, aber wir haben uns immer auf den Rhythmus konzentriert. Und irgendwann, wirklich nach anderthalb Jahren oder so, waren wir in einer Stunde und er machte einfach das Metronom an, spielte die Hausaufgabe vor und dann habe ich genau das gesagt. Hast du gerade mitgekriegt, was du gemacht hast? Du hast einfach das Metronom angemacht und hast mir das vorgespielt. Und es hat alles gestimmt.
Das ging, als wir angefangen haben, wäre das unmöglich gewesen. Und das war für mich so das Zeichen, kriege gleich fast Gänsehaut, muss ich aufpassen, dass es geht. Man muss nur die richtigen Lösungen finden. Und das war wirklich hart, weil wenn am Anfang gar nichts geht, wenn man nicht mal auf irgendwas zugreifen kann, dann ist es natürlich super schwer. Aber das war dann irgendwann einfach nicht mehr da. Dann konnten wir alles andere machen ab dem Zeitpunkt. Und ja, das ist meine Motivation beim Lernen, das rauszufinden. Sowohl für mich, weil ich auch noch 1000 Millionen Probleme habe, aber halt, mir macht das Spaß. Das ist für mich das Spiel des Lebens. Ich habe das gewählt, dieses Level sozusagen hier, Gitarrist zu sein in diesem Leben. Vielleicht im nächsten Leben will ich Trompete machen, weil die kann ich überall mit hinnehmen. Dann kann ich einfach mitspielen ohne Verstärker. Aber jetzt bin ich Gitarrist geworden in diesem Leben und dann muss ich all diese Probleme lösen. Ja, das ist meine Motivation. Also, Jürgen, danke für diese wunderbare Frage. Und du hast noch eine zweite geschickt, die möchte ich jetzt, bevor wir dann Schluss machen, auch noch beantworten. Ein bisschen kürzer hoffentlich. Und zwar: Hast du für dich selbst eigentlich eine Art Inhaltsverzeichnis für die ganzen Dokumente, die du auf Patreon zur Verfügung stellst? Es ist ja wirklich eine Menge an Infos, dass du da nicht den Überblick verlierst. Also ich habe kein Inhaltsverzeichnis, aber ich habe einen Ordner in der Cloud, wo nach Jahren geordnet, sind ja jetzt erst 3 Jahre, ist ja das dritte Jahr, die ganzen Dateien drin sind und dann kann man ja ordnen nach Zeit, dann weiß ich, wann ich das da reingesteckt habe. Also die letzten Videos finden oder die ganz alten finden sozusagen. Und ich benenne die alle wie die YouTube-Videos, diese Ordner, und da ist dann alles drin. Das ist, also wenn ich jetzt was suchen müsste, wenn jetzt jemand sagt, ey, kannst du mir mal zu dem Pentatonic-Workout, das passiert öfter mal, kannst du mir da mal die Tabs schicken oder so, oder zu irgendwas anderem, dann finde ich das super schnell, weil ich einfach den Namen von dem YouTube-Video als Ordner suchen muss. Aber da ist auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf, weil bei meinen eigenen Dateien für mich, die ich so über die Jahre aufgenommen habe oder für mich schreibe oder auch für meine Schüler, meinen Schülern geht's, ich habe für jeden Schüler einen Ordner und da packe ich immer das rein, was ich mit ihm gemacht habe. Das ist aber auch nicht perfekt, weil ich es immer wieder neu schreibe. Also immer wieder, wenn ich eine Dreiersequenz mit der Pentatonik mache, muss ich das neu aufschreiben, weil ich nicht weiß, wo ich das habe. Und da müsste ich mal noch irgendwie einen Ordnungscoach haben oder eine Idee, wie ich das machen kann. Auch meine ganzen alten Ideen. Ich habe über die ganzen Jahre, ich benutze ja dieses Gitter Pro wirklich schon seit der Schule, bin ich noch in die Schule gegangen und ich habe noch die ganzen Dateien. Immer wenn ich was aufgeschrieben habe, wenn ich mir einen Lick ausgedacht habe, wenn ich einen Song geschrieben habe, irgendwas, das ist alles noch da als Gitter Pro-File. Damals noch Gitter Pro 3, 4 und jetzt sind wir schon bei 8,1 oder so. Und da habe ich null Ordnung, da finde ich gar nichts und manchmal bin ich selber überrascht, wenn ich was finde und manchmal, wenn ich was suche, weil ich weiß, oh, das wäre jetzt perfekt für den Unterricht, dann habe ich da wirklich Probleme, das zu finden, weil manchmal habe ich auch aus Langeweile oder weil ich einfach zu schnell war, das kennt ihr bestimmt auch, wie soll ich die Datei benennen, auch einfach irgendwo auf die Tasten hauen, damit es nicht wieder neu 1 ist oder so. Und davon habe ich bestimmt hunderte, tausende Files, die irgendwie KC-Extra heißen. Und da müsste ich irgendwann mal Zeit investieren, die alle durchzugehen und zu benennen. Und das wäre auch mal gut, weil dann könnte ich mal mein eigenes Material, auch was ich übe oder was ich woanders her habe, müsste ich mal in eine Reihenfolge bringen oder in Themen ordnen. Das habe ich so mal angefangen, dann nicht durchgezogen. Dann habe ich einen neuen Ordner aufgemacht, habe das nochmal angefangen. Da sind dann andere Dateien drin. Deshalb ist das, wer bei mir Unterricht hat manchmal, wo habe ich denn das gespeichert, dieses Blues-Ding? Das habe ich doch schon mit reingemacht, aber ich finde es nicht gleich. Da besteht wirklich Verbesserungsbedarf. Das war's für heute. Ich freue mich, dass ihr alle da wart.